Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bundesministerin Karliczek, ich weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit mal einen Handwerker gebraucht haben, aber wenn ja, mussten Sie vermutlich ziemlich lange auf ihn warten. Im Durchschnitt dauert es fast 10 Wochen, bis der Handwerker zu Ihnen kommt, wie aus dem Konjunkturbericht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks hervorgeht. Tendenz weiter steigend. Besonders lang sind die Wartezeiten im Baugewerbe. Da müssen Sie bis zu 14 Wochen warten. Wir bräuchten also dringend mehr Handwerker, meine sehr geehrten Damen und Herren. Viele Ausbildungsstellen bleiben aber unbesetzt. Stattdessen produzieren wir Heerscharen von Studienabbrechern. Fast jeder dritte Student bricht sein Studium ab und verlässt die Universität vorzeitig und ohne Abschluss. Die volkswirtschaftlichen Kosten sind immens. Wir brauchen mehr fertige Meister und weniger gescheiterte Master, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deshalb ist es grundsätzlich begrüßenswert, dass die Bundesregierung und namentlich die Bundesbildungsministerin angekündigt hat, die berufliche Ausbildung aufzuwerten. Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung verspricht uns im Titel eine, ich zitiere, Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung. Regelungsgegenstand ist konkret das Berufsbildungsgesetz, die gesetzliche Grundlage der dualen Berufsausbildung. Es wurde eben schon gesagt, die zu Recht als ein ganz wichtiges und bewährtes Instrument zur Sicherung unseres wirtschaftlichen Wohlergehens angesehen werden kann. Jeder Eingriff aber in dieses bewährte System, meine Damen und Herren, muss wohl überlegt und gut begründet sein. Ich möchte auf zwei besonders auffällige Änderungsvorhaben eingehen, die Sie eben naturgemäß sehr positiv dargestellt haben, woran wir aber einiges zu bemängeln haben. Das erste ist die Einführung einer Mindestvergütung für Auszubildende. Klingt ja erstmal toll. Diese soll im ersten Ausbildungsjahr zunächst bei 515 Euro liegen und in den nächsten 3 Jahren dann schrittweise auf 620 Euro angehoben werden und dann weiter dynamisiert steigen. Sie haben es eben gesagt, in den Anträgen der Linken und Grünen heißt es natürlich, dass das zu wenig sei. Das war aber auch zu erwarten. Über Ihre Anträge werden wir dann im Ausschuss ja auch noch ausführlicher sprechen können. Nun könnte man ja denken, das ist aber sehr nett von der Bundesregierung, dass sie nur den Auszubildenden mehr Geld geben will. Die Sache hat nur einen Haken. Es ist gar nicht das Geld der Bundesregierung, über das hier verfügt werden soll, sondern, meine Damen und Herren, ist das Geld der Betriebe, über das die Regierung verfügt, als handele es sich um Steuergelder. Es verwundert daher nicht, dass von der Arbeitgeberseite, auch anders als Sie es dargestellt haben, massive Kritik an dieser Regelung geübt wurde. So spricht beispielsweise Roland Ermer, Präsident des Sächsischen Handwerkskammertages, von einer Aushebelung der Tarifautonomie. Insbesondere in Ostdeutschland könne die starre Festsetzung dazu führen, dass kleinere Betriebe es sich nicht mehr leisten können, weiter auszubilden. Das, meine Damen und Herren, wäre ein verheerender Effekt, und wir können alle miteinander hoffen, dass er so nicht eintritt. Aber auch die Arbeitnehmer haben interessanterweise ein Problem mit der Mindestvergütung. Sie befürchten für einige Branchen eine Verschlechterung. Nach aktueller Rechtsprechung stehen Auszubildenden in nicht tarifgebundenen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie rund 800 Euro im ersten Ausbildungsjahr zu. Hier könnte es durch die Mindestvergütung zu einer Öffnungsklausel nach unten kommen. Deshalb ist die vorgesehene Neuregelung zur Mindestausbildungsvergütung für Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, ein Skandal, wie er sich ausdrückte, meine Damen und Herren. Selbst die GEW räumt ein, dass die geplante Mindestvergütung nur für einen sehr kleinen Teil der Auszubildenden eine Verbesserung bringt. Die Mehrheit unserer Betriebe zahlt nämlich längst mehr. Das sollten wir auch einmal anerkennen und die Betriebe hier nicht unter Generalverdacht stellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kurzum, die Mindestvergütung ist nicht unproblematisch, auch deshalb, weil parallel dazu
abweichende Tarifvereinbarungen ja weiterhin möglich sein sollen. Und zwar, jetzt kommt es, nach oben, aber auch nach unten. Können Sie nachlesen, Drucksache, die vorliegende Drucksache 19/10815, Seite 42, folgende. Also, dass man eine Mindestvergütung nach oben hin überschreiten kann, das verstehe ich ja noch. Aber was soll das, dass man sie nun auch nach unten hin unterschreiten darf? Meine Damen und Herren, das hätten die Bürger der Stadt Schilder sich nicht besser ausdenken können. Sie begründen in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf diese Kuriosität damit, so die verfassungsrechtlich garantierte Tarifautonomie in besonderer Weise berücksichtigt zu haben. In der Tat, das ist wirklich eine besondere Weise, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch beim zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, haben Sie, anstatt die Dinge zu vereinfachen, neue Verwirrung geschafft und gestiftet und Parallelstrukturen geschaffen. Es soll drei neue Abschlussbezeichnungen geben, den geprüften Berufsspezialist, den Bachelor Professional und den Master Professional. Meine Damen und Herren, das klingt nicht nur anmaßend und albern, das ist es auch. Die Hochschulrektoren haben das zu Recht kritisiert. Gleichzeitig wollen sie aber den bewährten Meistertitel nicht abschaffen. Der existiert dann so irgendwie daneben. Der Kunde hat also dann die Wahl, ob er sich den kaputten Abfluss von einem Handwerksmeister oder einem Bachelor Professional reparieren lassen möchte. Ich frage mich, ob es da dann Preisunterschiede geben wird, wenn man den akademischen Reparaturservice in Anspruch nimmt. Aber vielleicht kommt der Bachelor Professional dann ja wenigstens schneller oder die FDP entwickelt bis dahin noch eine digitale Lösung für das Problem. Ich möchte abschließend noch einen ernsten Punkt ansprechen. Wir haben derzeit über 2 Millionen junge Erwachsene ohne Berufsausbildung, die bisher einfach durchs Raster fallen. Und, meine Damen und Herren, es werden immer mehr. Darunter sind übrigens auch besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund. Wir müssen dringend dafür Sorge tragen, dass natürlich diejenigen, die hier bleiben, schon allein damit sie der Allgemeinheit nicht dauerhaft zur Last fallen, dringend in das Berufsausbildungssystem eingegliedert werden. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung greift aber leider an dieser Stelle zu kurz. Sie schielen auf die Universitäten, das verraten auch die neuen Titel, und wollen eine Art Pseudo-Akademisierung der beruflichen Bildung. Das ist überflüssig, das brauchen wir nicht. An dieser Stelle setzt unser Antrag an, berufliche Bildung stärken, keinen zurücklassen. Durch die Einführung abgrenzbarer Ausbildungsabschnitte wollen wir diese Leute, die häufig keinen oder nur einen sehr schlechten Schulabschluss haben, mitnehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke an dieser Stelle zurück an einen Mann, Willi hieß er zufällig, er war Gemeindearbeiter in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Er konnte nur die einfachsten Arbeiten verrichten, aber er wurde von allen geachtet und er gehörte dazu. Denn seine Arbeit war, wenn man es richtig bedenkt, genauso wichtig wie die Arbeit des Bürgermeisters in diesem Dorf. Ich danke Ihnen.